Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute ist es soweit, die neue Season 5 ist gestartet und damit gibt es eine Menge neue Änderungen und die werde ich euch alle einmal in diesem Video zusammenfassen. Natürlich wird es in den nächsten Tagen dann auch noch Informationen zu den Wettkämpfen und natürlich auch zu Landing Spots, zu Tipps und Tricks geben und wenn ihr dazu nichts verpassen wollt, lasst natürlich auch gerne hier ein Abo da. In diesem Video geht es aber generell erstmal über einen groben Überblick über die Season, über den Battle Pass und alles weitere. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran und schaut natürlich auch gerne nachher auf dem Twitch-Kanal vorbei, wenn dieses Video online ist, werde ich dort wahrscheinlich auch schon live sein. Generell bin ich dort zurzeit täglich live, also lasst dort auch gerne ein Follow da. Heute werden wir natürlich die neue Season spielen, Arena Grind wieder durchhasseln. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr auch dort vorbeischaut. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt erstmal direkt den neuen Battle Pass an. Der Battle Pass kostet wie jede Season natürlich 950 V-Bucks. Alternativ kann man auch noch das 25 Level Paket kaufen. 4850 zusätzliche V-Bucks zu den normalen V-Bucks, die man natürlich am Anfang hat. Und das kann man ab jetzt auch immer direkt kaufen, also nachdem man den normalen Battle Pass gekauft hat, kann man auch noch zusätzlich die 25 Level da drauf kaufen und dann hat man natürlich auch noch die Möglichkeit, das Ganze im Fortnite Crew Paket zu kaufen. Für 11,99 monatlich bekommt man das Crew Paket, damit 1000 V-Bucks und natürlich den Battle Pass, also auch eine gute Option, um sich den Battle Pass zu holen, ist aber natürlich ein bisschen teurer als der reine Battle Pass. Und im Battle Pass selbst haben wir wirklich sehr, sehr viele unterschiedliche Skins. Generell haben wir in dieser Season nicht so wirklich dieses eine feste Thema, nicht so wie die letzte Season Marvel, sondern wir haben eben halt alles aus unterschiedlichen Zeitformen, aus unterschiedlichen Welten und deshalb alles so ein bisschen bunt gemischt. Gefällt mir auf jeden Fall bisher sehr, sehr gut. Als erstes haben wir hier den Mandalorian Skin aus der Star Wars Series. Dann haben wir noch den Reskin. Als nächstes haben wir dann den Mancake Skin. Auch wieder ein komplett anderer Skin als die anderen. Einfach ein Pancake Skin. Dann haben wir noch den Maeve Skin. Dann den Condor Skin. So ein bisschen weltraummäßig schon. Finde ich, sieht auch sehr, sehr cool aus. Viele Skins haben wir in den letzten Seasons natürlich auch schon integriert die Modes, wodurch man eben mal den Stil wechseln kann. Und generell gibt es natürlich zu den ganzen Skins auch immer Stil Quests. Beispielsweise wäre das hier zum Condor Skin der weitere Stil. Dann haben wir zunächst noch den Lexa Skin. Das ist ein Anime-Charakter. Ich weiß nicht genau, woher der kommt. Ich kenne mich mit Animes nicht so aus, aber auf jeden Fall für alle, die Animes feiern, ist das auf jeden Fall wahrscheinlich ein sehr, sehr beliebter Skin. Und dann haben wir als letztes noch den Mana Skin. Das ist sozusagen der letzte Skin im Battle Pass. Auch wieder mit sehr, sehr vielen verschiedenen Stilen. Und auf Level 100 haben wir dann nochmal Baby Yoda und noch einen weiteren Stil für den Mandalorian. Des Weiteren haben wir dann natürlich noch ein paar Challenge Skins hier, wo man beispielsweise Epic Quests erledigen muss, um hier eben mal das eine freizuschalten oder eben mal irgendein Level erreichen muss. Kennt man ja schon aus den letzten Seasons. Und dann haben wir noch zusätzlich Secret Skins und Secret Items, die eben halt erst demnächst revealed werden. Das heißt, man weiß zurzeit noch gar nicht, was das sein könnte. Dort gibt es unter anderem auch ein legendäres Outfit noch zusätzlich und das wird erst über die nächsten Wochen dann so langsam eben mal veröffentlicht. Die Season geht auch bis zum 16. März, das heißt eine relativ lange Season. Über den ganzen Winter geht das rüber, das heißt, sollte es die 14 Tage Fortnite werden wir in dieser Season natürlich auch noch erhalten. Weitere Informationen werden wir wahrscheinlich mit dem nächsten Update in so 2 Wochen dazu erhalten. Wenn ihr jetzt natürlich den Battle Pass kaufen wollt, tragt natürlich gerne einen Creator Code ein, damit supportet ihr nämlich den jeweiligen Creator komplett kostenlos. Ist immer sehr, sehr wichtig, dass man das gerade beim Battle Pass macht und tragt da einfach den Creator eurer Wahl ein. Ich habe immer noch keinen Creator-Code, weil ja YouTube immer noch blockiert ist. Und tragt da einfach gerne euren Lieblings-Creator ein. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns auch direkt alle Neuerungen im Game jetzt an. Denn auch hier gibt es natürlich wieder eine Menge Neuerungen. Unter anderem ist das HUD etwas erneuert worden. Hier oben sieht man schon die ganzen Meldungen für Waiting for Players. Bus startet gleich. Zusätzlich das Karten-Overlay ist jetzt auch ein bisschen anders. Das heißt, dort hat man jetzt auch ein leicht anderes Design. Und die Starter Insel ist jetzt auch wieder eine neue. Letzte Season hatten wir ja dieses Schiff, was den Helicarrier, der oben rüber geflogen ist. Und jetzt haben wir die OG-Starterinsel tatsächlich wieder zurückbekommen. Und das ist immerhin auch mal eine Starterinsel, wo man vernünftig viele FPS hat und nicht dauerhaft alles komplett laggt. Ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Dann gibt es natürlich auf der Karte genauso auch noch eine Menge Änderungen, die wir uns jetzt einmal kurz anschauen werden. Als erstes fällt einem natürlich direkt eine sehr, sehr große Sache auf. Also ich glaube, die sollte wirklich jeder direkt erkennen können. Und zwar, wenn man erstmal runterjobbt, dann sieht man diese riesengroße Wüste, beziehungsweise diese Sandregion ist ja nicht mal richtig wüstenartig. Ein bisschen mit Kristallen hier alles verstreut. Die Kristalle kann man auch benutzen, also wenn man diese Kristallsteine hier abbaut, dann bekommt man da so einen Kristall drauf und damit kann man im Prinzip so einen kleinen Boost-Jump nach vorne machen. Zusätzlich dazu gibt es hier auch alte Elemente aus der alten Karte, wie zum Beispiel das Depot. In der Mitte hängt natürlich der Zero-Point oben drüber. Da kann man auch reinspringen, bringt einem aber nichts, also es ist irgendwie
es fungiert nicht als Rift oder so. Aber mal schauen, was damit dann vielleicht noch passiert. Dann gibt es hier auch noch so ein kleines Westernstädtchen. In manchen dieser Häuser sind auch überall NPCs drin. Die spawnen nicht zu 100%. Also wir können auch manchmal in anderen Gebäuden sein. Beispielsweise ist jetzt in dieser Runde im Kolosseum auch wieder eine sehr, sehr große Stadt, die jetzt eben mal Frenzy Farm ersetzt hat. Dort sind jetzt beispielsweise in dieser Runde eben halt die NPCs, beziehungsweise einer der NPCs drin gespawnt. Und die sehen eben halt so aus. Und mit dem kann man eben halt interagieren, Challenges machen. Und dadurch bekommt man eben halt die neue Goldwährung. Die sieht man unten rechts neben den ganzen Materials. Und mit diesem Gold kann man dann Waffen kaufen. Die bekommt man unter anderem eben halt aus Kisten. Man kann die auch durchsuchen. Also beispielsweise in Kassenautomaten kann man die durchsuchen. Dann bekommt man auch Goldbarren. Wenn man Gegner eliminiert, bekommt man Goldbarren. Und damit kann man sich dann eben halt unterschiedliche neue Waffen kaufen. Dazu allerdings später nochmal mehr zu den ganzen neuen Waffen. Dann natürlich Risk Reels hier relativ gleich geblieben, aber natürlich hier ein bisschen in dieser Sandwüste auch drin. Es gibt zusätzlich auch noch Tilted Towers wieder zurück, zumindest in einer ähnlichen Form. Jetzt heißt das Ganze nämlich Salty Towers, eine Mischung aus Salty Springs und Tilted Towers mit auf jeden Fall ordentlich alten Gebäuden. Auch wirklich den OG Season 1, Season 2 Gebäuden, wie zum Beispiel diesem Doppelhaus. Das hatten wir ja schon seit Ewigkeiten nicht mehr. In Season 4 ist es ja bereits rausgegangen aus Season 1, aus Chapter 1 eben halt. Und das auf jeden Fall wieder komplett Nostalgie, hier das Ganze zu sehen. Und ich glaube, hier werden auf jeden Fall sehr, sehr viele zurzeit noch droppen. Es gibt auch zwei Slurp Trucks, glaube ich, hier in dieser Region. Nämlich einmal auf dieser Seite und einmal dann dort hinten irgendwo. Damit kann man sich auf jeden Fall auch gut Full Shield farmen. Und dieser Sand hat auch eine Special-Fähigkeit. Und zwar, wenn man hier still drauf steht, dann kann man im Prinzip rein versinken. Und man kann sich dann eben halt unterm Sand sozusagen fortbewegen. Und kann dadurch eben halt relativ schnell tatsächlich auch einmal hier diese ganze Wüste durchqueren. Und man hat natürlich zusätzlich auch noch, wie gesagt, diese Steine, womit man sich relativ schnell fortbewegen kann. Neben dem gibt es aber auch wieder einen mythischen Helden, und zwar den Mandalorian selber. Der hat einmal eine Sniper und eine Jetpack, das wir hinten sehen können. Jetpack funktioniert genauso wie das Iron Man Jetpack in der letzten Season. Und dieses Sniper hat tatsächlich relativ viele verschiedene Abilities. Und zwar ist es einmal im Prinzip ein bisschen wie ein Jagdgewehr. Man hat aber auf jeden Fall einen Scope, lädt aber sogar relativ schnell nach. Und man hat eben halt eine Thermal-Sicht. Das heißt, man kann eben halt Gegner durch Wände und teilweise durch Wände sehen und hat dann im Prinzip so eine gewisse Umrandung um die Gegner und kann die dadurch natürlich leichter erkennen. Und hier vorne mit der Spitze kann man eben halt auch Gegner im Nahkampf attackieren. Das heißt, man kann nicht aus der Hüfte schießen. Wenn man aus der Hüfte im Prinzip schießt, da macht man einfach die Nahkampfattacke. Und Mandalorian wird zurzeit auch, glaube ich, noch in Arena spawnen. Ich bin mir da aber nicht hundertprozentig sicher. In Retail Row wird dann natürlich auch wieder der Weihnachtsladen eröffnet. Ganz klassisch, wie es auch schon die ganzen letzten Seasons war. Unter Slurpee Swamp Flasche Factory zurück. Fortilla ist, by the way, auch komplett entfernt worden, ohne dass durch etwas replaced wurde. Und hier unten Flash Factory eben halt relativ ähnlich zum ursprünglichen Flash Factory, gar nicht als benannter POI, aber trotzdem kann man das Ganze natürlich relativ easy hier als Landing Spot benutzen. Bei Lockjam Woodworks haben wir ebenfalls ein kleines neues Element, und zwar den Dörrburgerladen aus Greasy Groove zurück. Das heißt, hier noch nur noch die Hälfte dieses Holzlagers und dann hier nebenan nochmal dieses Gebäude. Dadurch hat man natürlich nochmal deutlich mehr Metal hier und wird, glaube ich, den Landing Spot generell etwas weiter aufwerten. Hier neben Holly Hedges gibt es auch noch eine weitere Neuigkeit, und zwar gibt es hier das Wikinger-Schiff, das in Season 5 reingekommen ist, über diesem Halloween-Laden. Vielleicht wird es hier sogar auch wieder umgebaut. Zurzeit steht hier tatsächlich wieder gar nichts mehr drin, oder es wird vielleicht einfach abgerissen. Aber man sieht auf jeden Fall ein paar alte Elemente aus der alten Karte kommen eben mal zurück. Und da haben wir nochmal als ganz große Neuigkeit eben halt dort oben das Dschungelbiom. Und hier gibt es tatsächlich auch irgendwo einen Geheimbunker. Ich glaube, da müsste ich hier irgendwo so in der Mitte sein. Man kann ihn mal dann eine Stelle hier runter. Ich glaube, es müsste hier sein, genau. Und dann sieht man hier auf jeden Fall so eine ganz, ganz große Base. Und hat eben halt hier dieses ganze Logo drin, was auch schon alle anderen Skins in dieser Season alle haben. Das heißt, das wird wahrscheinlich die Organisation für diese Season sein, die da so ein bisschen eine gewisse Rolle spielt. Und hier hat man auf jeden Fall einen sehr, sehr großen Untergrundbunker. Und wahrscheinlich wird es auch wieder ein bisschen was mit der Storyline zu tun haben. Aufgrund dessen wurde hier oben auch noch dieser Dörrburgerwagen etwas verlegt, aber jetzt nichts wirklich Großes. Dann ist natürlich Pleasant Park wieder ganz normal. Hier hinten ist auch Stark Island weg, das heißt, man hat hier wieder auch die ganz normale Region. Und dann als letztes noch einmal beim Obstgarten findet man jetzt Tomato Town, zumindest ein Teil davon, also hier im Prinzip wieder den Pizza Pit Laden mit auch noch einer weiteren Kiste, wertet auch nochmal diesen Landing Spot etwas auf. Das auf jeden Fall so mal als grober Überblick über die ganze Karte. Gibt natürlich noch
noch unterschiedliche andere kleine Änderungen wahrscheinlich. Aber das erstmal so das Gröbste. Dann gibt es natürlich noch die unterschiedlichsten neuen Waffen und generell Weapon Changes. Unter anderem wurde nämlich die Spaß entfernt. Und dann haben wir natürlich dafür eine Menge neue Waffen. Unter anderem nämlich einmal die Tag Shotgun. Wir haben die Charge Shotgun wieder zurück. Tag Shotgun wurde auch etwas gebufft. Also ich glaube, Charge Shotgun ist mittlerweile ziemlich useless. Ich hätte eigentlich immer die Tag Shotgun mitgenommen. Höchstens so eine epische goldene Charge, die man wieder mitnehmen kann. Aber ansonsten Tag Shotgun einfach deutlich besser. Die macht so ungefähr jetzt, glaube ich, immer 8 Schaden mehr. Und dann gibt es noch so ein paar andere Waffen, die entfernt und hinzugefügt wurden. Es gibt aber ein paar weitere Waffen, die man eben halt nicht nur durch die normalen Truhen und so bekommen kann, sondern eben halt auch durch die NPCs. Und zwar sehen wir die hier. Einmal natürlich die Mandalorian-Sachen. Dann kann man die Storm Scout Sniper dadurch bekommen. Dann hier die Habich. Das ist im Prinzip der Scoped Revolver. Dann haben wir noch einmal diese Dragon Shotgun. Dann einmal die Double Barrel Shotgun und noch eine Silence Pistol. Die können, wie gesagt, alle von diesen NPCs bekommen. Das sind exotische Waffen, das heißt eine ganz neue Seltenheit und die kann man auch wirklich nur von den NPCs bekommen oder wenn man jemanden Gegner killt, der vorher diese Waffen hat. Die sind tatsächlich auch sehr, sehr schnell schwierig zu bekommen. Das heißt, man braucht sehr, sehr viel Gold dafür, um eben halt irgendwann diese Waffen freizuschalten. Und damit sind es eigentlich auch alle Neuerungen, die es jetzt in der Season gab. Auf jeden Fall gefällt mir das Ganze sehr, sehr gut. Schreibt natürlich auch mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von dieser Season haltet. Und dann hoffe ich, sehen wir uns nachher im Stream oder morgen im neuen Video wieder. Bis dahin, ciao.